jetzt ohne Zeitraffer auf ein ganz normales Video gehen wir weiter in Amerika. Wir sind also von Los Cristianos bis nach Amerika gekommen. Das ist ungefähr 20 Minuten, aber Zeitreifer war das ein paar Sekunden. Hola, Signore. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Vamos, vamos. Vamos contigo desde Los Cristianos to Las Americas. Vamos, пошли, let's go. Komm, gehen wir. Habe ich bei Zeitraffer geschwitzt, jetzt habe ich nicht so große Lust. Ja, also Weihnachten ist gerade vorbei, heute ist 2. Januar 2019, 26 Grad im Schatten, und die Sonne wird natürlich ein bisschen heißer, die Sonne ist hier ein bisschen aggressiver, um sehr sehr heiß in die Sonne sich zu befinden. Ja, war keine Weihnachtsstimmung da, weil irgendwie Weihnachtsbäume mehr gibt es nicht, nur Plastik-Weihnachtsbäume. Und überhaupt, die passen hier zwischen Palmen nicht so richtig rein. Und deswegen war keine Weihnachtsstimmung, aber auch kein Schnee natürlich ist hier. Und das ist das für uns Russen sowieso, ohne Schnee geht nicht, nicht mal Silvester. Ja, aber Webcam habe ich geguckt, in Moskau war am 31. leichter Schneefall bei minus 4 Grad, das ist wunderschönes Wetter, minus 4 Grad, das ist ja nichts, damit Schnee nicht dauert, gleich sofort. Ja, so haben wir hier am 2. Januar. Das Wasser zum Baden ist auch wunderschön, sehr erfrischend. Plus 18, 19 Grad. Und überhaupt in Ozean zu baden, das ist so ein Gefühl, kann man nur mit Ekstase vergleichen. Sehr erfrischend, wie neu geboren. Kommst du aus dem Wasser raus? Ja, das ist Chilas Amerikas. Amerika. Wie soll man so sagen? Hier ist natürlich alles mini, alles klein, deswegen in 20 Minuten kann man von Los Cristianos bis nach Los Americas kommen. Und ja, alles mini hier, halt Entfernungen im Vergleich mit europäischen oder mit Russland, das ist sowieso. Und halt, man braucht hier kein Auto, also wir waren schon zu Fuß bis nach Adeje, also es ist schon ziemlich eine große Entfernung. Das macht Spaß, spazieren zu gehen, bei dem Wetter natürlich. Ja, es sind so schöne Palmen, so riesig, fast in Beverly Hills. Fast wie in Beverly Hills, ja. Tja, die Richtung ist Florida. Florida ist vielleicht mit 4-5 Stunden Flugzeit wie nach Deutschland zurück. Also wir sind dazwischen irgendwo im Ozean. Nur da ist Atlantik nicht so gemütlich wie bei uns in Kanaren. Niki! Was willst du da? Niam niam.
Niki. Niki ist überall mit uns, spaziert sie gerne. Sie versteht sogar auf Deutsch spazieren gehen. Ich habe heute Frank geschrien aus einem Zimmer und er saß im zweiten Zimmer und Niki war im dritten Zimmer. Ich schreie zu Frank, Franke, wollen wir spazieren gehen? Und Niki kommt aus dem dritten Zimmer zu mir. Ob ich sie gerufen hätte, der versteht sie, spazieren gehen. Und hat sie sich so gefreut wie ein Mensch. Nur ohne Worte halt, hat sie gesprungen vor Freude. Und so ist das hier. Schön warm. Da ist drüben Florida. Über den Teich. Über die Pfütze. Und ja, alles ist klein. Die Welt ist klein. Jetzt blüht natürlich nichts. In Juli blüht fast alles. Ja, da so große Kakteen. Die haben sogar Unterstützung bekommen aus Holz. So riesen Dinge. Ja. Niki, mach schön. Richtig begießt sie dann den Rasen. C'est la vie, das ist hier Las Americas. In 20 Minuten von Los Cristianos bist du anders. Hier ist anderes Flair. Hier ist mehr jüngere Menschen, junge Eltern mit kleinen Kindern. In Los Cristianos mehr Rentner, viele deutsche Rentner und Engländer. Auch viele Invaliden mit Invalidenwagen. Die rollen da wie Ferrari. Wer schneller. Und in Las Americas noch weiter bis nach Adeje. Da sind halt mehr Russen. Hier mehr Deutschen. In Adeje mehr Russen. Und Engländer in Los Cristianos. Und dann nach oben Richtung El Medano. Da sind auch so Engländer. Also jeder hat sein Eckchen bekommen, ausgewählt und glücklich hier überwintert. Viele Überwinterer natürlich hier, aber auch so Touristen fürs Holiday. Ja, mit heutiger Technik kann man alles machen. Ich hoffe, meine Festplatte kann noch ein bisschen was aushalten. Ah ja, bei moderner Huawei habe ich das letzte Modell. Da ist die Festplatte riesig. Weißt du, wie viel ich Speicherplatz habe, Frinki? Ja. Wie viel hat mein Huawei Speicherplatz? 64 GB. Habe ich Speicherplatz. Na ja, da kann ich noch ein paar Filme drehen, ja. Naja, sowas laufen hier alle nackt. Striptease auf die Straße. Hey! Hey! Also Weihnachtenzeit ist vorbei. Silvester ist vorbei und jetzt geht die Sache zum Sommer. Jeden Tag wird länger. Leute, bald ist Sommer. Wir sind jetzt eher sowieso im Sommer. Ja, Kalinka ist hier. Oh ja, sehr wichtig. Kalinka, Malinka. Maja. Ich sag du Jagda, Malinka, Kalinka, Maja. Hopp, Kalinka, Malinka, Malinka, Maja. Da ist aber nichts drin, nur Konserve. Da war ich allerdings vor 5 Jahren ist. Aber was soll ich da? Wir essen hier Pulpos und Lagostino. Lagostino, das ist auf Spanisch
die großen Krevetten. Ja, das ist so eine faszinierende Landschaft mit Gebirgen von einer Seite, von der anderen Seite Ozean, da ist ganz hoch auf die Küste. Die Richtung Florida. Ja. Hallo Florida. No, ein ganz großer Unterschied in Florida ist unbezahlbar und ist alles günstig für uns Europäer. Auch sogar Osteuropäer können sich das leisten. Sehr viele Osteuropäer machen hier Urlaub. Ja, Bier kostet 1 Euro, manchmal 1,50 im Kaffee abends. Naja, ansonsten wie bei uns in Europa Preise. Ich mag nicht über die Preise zu schwätzen. Also jetzt ist dann so viel. Und da ist ganz weit, sieht man Vulkantide. Jetzt hinter der Palma, aber jetzt wird es gut zu sehen. Und da wo Schnee liegt. Jetzt zeige ich. Da wo Schnee liegt. Ja, muss das sein. Ach, wahrscheinlich sieht man da gut was. Ja, da ist die Tide. Und das war's dann für heute.